Tailgater ist eines dieser teureren Module. Es wurde anscheinend damals nicht oft verkauft und ist daher relativ selten. Ob das wohl an diesem verwirrenden Cover liegt? Trotzdem genießt das Spiel einen sehr guten Ruf. Höchste Zeit also, dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen. Was erwartet uns? Und ist es so gut, wie die Leute sagen? Was taugt Tailgater für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Natsume programmiert und auch 1991 in Europa und Nordamerika veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr später unter dem Namen Shippuden. Ein Release auf modernen Plattformen gibt es leider nicht. Der böse Drachenkriegsherr Basso Gila hat sein Schloss in die friedliche Tierwelt von Moberry teleportiert und fängt an, Stress zu machen. Ihr macht euch natürlich auf, um die Invasoren zu vermöbeln. Tailgater ist an sich ein Plattformer. Aber wartet, bevor ihr wegschaltet, das Spiel macht so einige Sachen erfrischend anders und so spielt sich das Ganze etwas anders und ist trotzdem vertraut. Aber fangen wir bei den Basics an. Ihr steuert euren Protagonisten in normaler Manie mit dem Steuerkreuz. Mit einem Knopf könnt ihr dann springen und mit dem anderen mit euren Schwanz zum Schlag ausholen. Soweit also so gut. Kommen wir zu dem Besonderen, dem Levelaufbau. Diese sind nämlich immer in bestimmte Abschnitte aufgeteilt, in denen mehrere Schatzkisten verteilt sind. Eure Aufgabe ist es nun, diese alle zu zerstören und immer in der letzten Kiste ist der Schlüssel versteckt, der euch dann im nächsten Bereich aufschließt. In den Kisten an sich sind aber vorher immer andere Goodies versteckt. Das können zum Beispiel Herzen sein, die eure Lebensenergie wieder auffüllen, Bomben, die zeitweise alle Gegner auf dem Bildschirm ausschalten oder Powerpillen. Habt ihr genug von denen gesammelt, könnt ihr wie Link in Zelda mit eurer Waffe schießen. Die Level sind dabei alle sehr schön abwechslungsreich aufgebaut. Eine Besonderheit gibt es auch allgemein. Wenn ihr euch im Wasser bewegt, könnt ihr denn zwar nicht springen, aber ihr seid ja ein Alligator. Also könnt ihr frei mit dem Steuerkreuz schwimmen, müsst aber natürlich auch auf Strömung und so weiter aufpassen. Wenn ihr einen Gegner erledigt habt, ist dieser nicht für immer erledigt und respawnt nach kurzer Zeit wieder. Ausruhen könnt ihr euch also definitiv trotz fehlenden Zeitlimits nicht. Die Gegner sind dabei alle schön abwechslungsreich gestaltet und machen euch in verschiedensten Formen das Leben schwer. Die Level sind am Anfang noch relativ simpel aufgebaut, gleichen jedoch später schon fast Labyrinthen, bei denen ihr immer den richtigen Weg zuerst finden müsst. Für Abwechslung ist also definitiv gesorgt. Allgemein macht das Spiel einfach Spaß. Wie anfangs erwähnt, nimmt es einfach mal die übliche Plattformer-Formel und macht sein eigenes Ding daraus. Dadurch ist das Spielgefühl erfrischend anders. Euer Fortschritt wird dabei in Form von Passwörtern gespeichert. Wie immer ist es eine feine Sache und zu der Zeit nicht unbedingt selbstverständlich. Grafisch ist das Spiel sehr gut gelungen, vor allen Dingen für einen so frühen Titel. Alles ist jederzeit gut zu erkennen und die Sprites sind sehr schön gezeichnet. Man merkt das Spiel an, dass es extra für den Gameboy entwickelt wurde. Nur wenn zu viele Gegner unterwegs sind, kann es leider mal zu Slowdowns kommen, das ist aber verschmerzbar. Soundtechnisch steht das Spiel ebenso gut da. Mucke passt, Soundeffekte auch, was will man mehr? Was taugt Tailgater für den Gameboy also heute noch? Das Spiel wird teilweise als Hidden Gem gehandelt und das würde ich ehrlich gesagt unterschreiben. Tailgater spielt sich mal erfrischend anders und macht einfach Spaß. Leider ist das Modul jedoch eines der etwas teureren. Ob einem das wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Das war der Test zu Tailgater für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.